So, hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Crusader Kings 2. Ja, ich sag. Ist schon so ein Stress hier, das Ganze aufzunehmen und dann hat man eine zweite Folge schon aufgenommen und dann schaut man irgendwann mal sich eine Folge an und dann merkt man, ups, irgendwie war das Mikro nicht eingeschaltet und dann kommt man sich drauf, oh, Prison Architect habe ich auch schon 3 Folgen aufgenommen und ja, die werden wahrscheinlich auch nicht vertont sein, was natürlich übelst ist, aber man kann leider Gottes nichts machen. Wir nennen euch Kanzler, jetzt, ja. Wir akzeptieren das mal. Der wird sicher Reichtum anhäufen. Reichtum anhäufen ist immer gut. Ist nicht mein Problem, ich muss jetzt Geld sparen. Ach, jetzt fängt es mit dem... religiöse Konversation. Irgendwie hat Graf Vermeulen es hinbekommen, seinen Weg zum Titel des Regenten zu erschwindeln. Na also. So, bist du jetzt wieder normal? Nein. So, wer ist dann? Achso, jetzt ist er weg. Alles klar. Dann können wir verkaufen, freikaufen. Ja. Okay, ihr könnt mich hören, das ist schon mal nicht schlecht. Was habe ich eigentlich jetzt vorhin alles gequatscht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir beide Kriege gewonnen vorhin, das kann ich mich noch erinnern. Obwohl es hier jetzt gerade nicht so danach aussieht, aber mal schauen, vielleicht wiederholt sich das alles jetzt irgendwie. Ja, der ist auch gestorben, genau, da hat sich eigentlich nichts geändert. Ja, genau. Jetzt gewinnt er diesen Krieg. Sehr schön. Naja, es kann ja jetzt wieder anders sein, also
Muss er jetzt nicht gleich verlaufen? Aber es sieht schon mal nicht schlecht aus. Er holt sich zuerst Brünner zurück. Ist auch okay. Er hat jetzt 8000 Mann. Brauche das jetzt momentan nicht. Ist zwar ein gutes Ereignis, wenn man viel Geld hat und viel bauen will, aber so weit sind wir momentan noch gar nicht. Wir nehmen zwar enorm viel Geld ein. Sterben des natürlichen Todes, alles klar. Ist unverheiratet. Wichtiger wäre mir, das Gesetz wieder zu ändern, weil es kommen nur alte Knackis nach. Und die 10 Jahre für alte Knackis, das ist echt schwierig. 60, 60, 55, 50. Mal schauen, vielleicht haben wir irgendwann mal Glück und wir bekommen einen 50-jährigen Herrscher. Dann kann es natürlich schon sein. Dass das funktioniert. So. Genau, wir hatten dann das ausgebaut. Was kann ich mich noch erinnern? Schon wieder gestorben. Yay. Der nächste. Alte Knacki. Natürlich nehme ich teil, der ist 61 Jahre alt. Ja, sie werden da hinten raus schon ein bisschen jünger. Charakterfoto, Fokus, Wirtschaft natürlich. Landlose Söhne. Dem kann ich natürlich einen Landtitel gewähren und das ist Kempten oder Wittelsbach. Zack. So, niedrige Titel. Kinder keinen Vormund. Kind ausbilden. Lebenskünstler. Hört sich relativ interessant an eigentlich. Marsche. Kann ja wieder meine Truppen ausbilden. Was ist denn jetzt los? Ich habe doch gar keinen Schnellvorlauf oder sonstiges gemacht. Ah. Wir werden jemanden finden für sie. Vorzugsweise würde ich ja einen von uns irgendwie. Da, den da. Um Himmels Willen sind wir fleißig. Aber er scheint auch wieder hier diese zwei Kriege zu gewinnen, also. Passt's doch.
Schön deinen Vormund. Der ist doch gar nicht so schlecht, aber der wird wahrscheinlich auch bald drauf gehen. Und wie es weitergeht, das seht ihr im nächsten Video. Tschüss.